Herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus der Reihe DAX Trading nach Markttechnik und anderen Strategien. Wir sind inzwischen bei Folge 4 unserer sechsteiligen Reihe. Und heute ist das Thema schnelle 30 Punkte, Ausrufezeichen, Fragezeichen, ein undankbares Thema, was mir da unser Chef gegeben hat. Denn diese Suche nach den 30 Punkten, ja, das ist der heilige Gral, von dem wir sprechen. Und wir sind darüber hier intern in eine Diskussion geraten, wie häufig hat man überhaupt 30 schnelle Punkte? Kann man diese 30 schnellen Punkte denn überhaupt erreichen? Und darauf haben wir gesagt, ja okay, dann bauen wir doch erstmal eine Auswertung. Dann bauen wir doch erstmal einen Indikator mit der Ninja Trader Software, um festzustellen, in welchen Situationen mache ich denn überhaupt schnelle 30 Punkte? Um dann darauf folgend vielleicht ableiten zu können, was diese Punkte gemein haben oder wann ich in diesen Zeiträumen oder wie ich diese Zeiträume erkennen kann und was diese Zeiträume gemein haben. Dann kam daraus die Idee, ihr habt doch ein uraltes System, was ihr mal auf den DAX gemacht habt, was auch solche Intraday-Schwankungen gesetzt hat. Dem einen oder anderen, der King Pinball kennt und oder den Namen kennt oder der Trader Fox lange kennt, dem wird King Pinball etwas sagen. Ein DAX-System, ein reines Intraday-DAX-System, was wir weit vor der Ninja Academy-Zeit, weit vor den Möglichkeiten der Ninja Trader Software mal auf Trader Fox entwickelt haben, was auch noch in einem alten Tool von uns verfügbar ist. Und ich heute vorstellen werde, wir werden das heute mal live programmieren, beziehungsweise nicht programmieren. Wir werden Ninja Trader so nutzen, dass sie es auch zu Hause nachbauen können, Schritt für Schritt, um dieses King Pinball-System, dieses Intraday-System auf den DAX auch selber anwenden zu können. Das, was ich heute mache, gebe ich natürlich auch wieder zum Download, sodass Sie eine Basis haben, mit der Sie dann anfangen können. Aber ich versuche das auch Schritt für Schritt Ihnen zu erläutern, wie mächtig die Software ist. Denn das Spannende ist ja, dass wir bei der Ninja Academy oder dass das Webinar, was ich jetzt heute mittags mache, ein freies Webinar ist. Das heißt, Sie brauchten dafür jetzt nichts bezahlen. Und wir stellen ja auch diese ganzen Systeme erstmal zur Verfügung. Aber das ist ja nur Grundaufbauarbeit. Das soll Ihnen einen Eindruck geben, was wir eigentlich im System Trading Room machen. Was ist der System Trading Room? Das ist unser kostenpflichtiger Bereich, wo wir uns noch viel tiefergehend mit Themen rund um Ninja Trader, rund um Programmierung von Bots beschäftigen. Und heute will ich Ihnen quasi so einen kleinen Einstiegspunkt geben, wieder eine kleine Idee geben und vor allen Dingen die Möglichkeiten der Software zeigen, um eine Idee dafür zu bekommen, was man alles machen kann, um einen Eindruck davon zu bekommen. Anlaufpunkt für Sie wäre ninjaacademy.traderfox.de. Schauen Sie mal da vorbei. Dort erhalten Sie alle Informationen rund um die Ninja Trader Software. Erstmal kostenlose Downloadmöglichkeiten, erzähle ich später noch mehr zu. Und dann vor allen Dingen, auch wenn es kostenpflichtig werden soll, Informationen, wie binde ich einen Broker ein und welcher Broker ist denn da der passendste und am besten zu integrieren. Auch dort auf der Ninja Academy Seite im kostenlosen Bereich finden Sie die Aufzeichnung dieser Webinarreihe. Schauen Sie mal vorbei auf ninjaacademy.traderfox.de. Naja, und die Aufgabenstellung heute war 30 Punkte in 30 Minuten, Fragezeichen. Und ich habe Ihnen mal gezeigt, hier aufgebaut, den Chart von gerade eben 11.50 Uhr, der FDAX. So bewegt sich der Markt heute. Ja, und an welchen Stellen hätte man dann jetzt 30 Punkte in 30 Minuten machen können? Gab es das heute denn überhaupt? Was denken Sie? Gab es viele Gelegenheiten? Gibt es wenig Gelegenheiten? Muss man sehr schnell reagieren? Und die Idee war zu sagen, okay, dann bauen wir uns doch erstmal einen Indikator mit der Ninja Trader Software, der mir im Chart markiert, an welchen Candles ich denn 30 Punkte in 30 Minuten gemacht hätte. Ist natürlich eine Vergangenheitsbetrachtung. Ich gucke dann quasi zurück und markiere die Candles entsprechend. Aber diesen Indikator schauen wir uns dann gleich auch nochmal live an. Denn das Bild, was sich dann ergibt, ist dieses hier. Sie sehen den Unterschied. Ich habe erstmal oben die Überschrift geändert. 30 Punkte in 30 Minuten. Ausrufezeichen. Ne? Keine Frage mehr, sondern jetzt wissen wir die Antwort. Und in dem Kursverlauf von heute sehen wir ein ganz spannendes Bild. Also das fängt hier vorne um 8 Uhr an. Der FDAX fängt ja an, um 8 Uhr zu taxen. Und Sie sehen jetzt, dass einige Candles in rot markiert sind und andere Candles in grün markiert sind.
Und als wir darüber gesprochen haben hier intern, hat einer gesagt, ach, so ein Quick Move macht doch bestimmt keine Aktie. Quick Move fand ich einen tollen Begriff, also eine schnelle Bewegung. Und habe daher den Quick Move Indikator oder diesen Indikator auch Quick Move genannt. Das sieht man hier oben links. Und was der macht, ist, er markiert die entsprechenden Candles rot oder grün. Eine grüne Candle bedeutet, hätte ich zum Schlusskurs dieser grünen Candle gekauft, hätte ich in den nächsten 30 Minuten auch 30 Punkte gemacht. Ne, aber die Aufwärtsbewegung hier um 9.10 Uhr, die da eingesetzt hat und die dann bis ungefähr 9.40 Uhr gegangen ist, wenn ich dann hier in diesem ganzen Zeitraum einen Long eingegangen wäre, hätte ich den innerhalb von 30 Minuten 30 Punkte höher verkaufen können. Dementsprechend rote Candles sind markiert, weil man in den folgenden 30 Minuten 30 Punkte minus, also quasi mit einem Short Trade dann 30 Punkte gemacht hätte. Und man sieht, dass sich in der Regel natürlich diese grünen Candles irgendwo hier unten an lokalen Tiefpunkten befinden, dass die roten Candles irgendwo an lokalen Hochpunkten sind. Aber man sieht hier auch solche Phasen wie kurz vor Markteröffnung. Wir haben rote Candles, die dann hier mit der Abwärtsbewegung auch 30 Punkte ins Plus gelaufen sind, aber dann auch gleich gefolgt von den grünen Candles. Das ist ein Indikator, den ich in der Ninja Academy, in der Ninja Trader Software erstellt habe, programmiert habe, den wir Ihnen dann im Anschluss an dieses Webinar zum Download auch zur Verfügung stellen. Wenn Sie den importiert haben, zeige ich nur mal eben ganz kurz, wo man solche Dinge importieren kann. Das, was ich hier vor mir habe, ist das Hauptfenster der Ninja Trader Software. Das ist nur so ein ganz kleines Fenster. Alles andere öffnet sich dann in weiteren Fenstern. Da gibt es hier so einen Punkt Tools Import und dann Ninja Script Add-on. Oder wenn man die ganze Software auf Deutsch umgestellt hat, was natürlich auch möglich ist, dann heißt es nicht Tools, sondern Werkzeuge Import. Weiß ich gar nicht, ob das übersetzt ist. Und dann steht hier Ninja Script Erweiterung. Und da sagt man dann, ja, ich habe eine Ninja Script Erweiterung, klickt da drauf, dann öffnet sich so ein Fenster, ein Dialog, wie Sie es von Ihrem Betriebssystem kennen. Und dann können Sie die Datei auswählen, die wir Ihnen zum Download angeboten haben. Das habe ich getan. Und wenn man das gemacht hat, bestätigt einem das die Software und sagt, okay, ich habe dein Add-on erfolgreich installiert. Vorher wird man natürlich auch noch gewarnt, nur Add-ons von vertrauenswürdigen Quellen zu installieren. Und wenn Sie dann wissen, dass Sie das ja von der Ninja Academy-Seite heruntergeladen haben, hoffe ich, dass Sie uns da vertrauen. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich einen neuen Eintrag unter Indikatoren. Na, dieses Symbol hier oben mit den Punkten und den Strichen ist die Möglichkeit, neue Indikatoren in diesen Chart einzubauen. Und dann hat man hier alle möglichen vordefinierten Indikatoren und den Quick Move, den habe ich mal einfach in diese Hauptliste mit reingepackt. Und da sehen Sie, da kommt hier auf einmal so ein Quick Move Indikator. So, den wähle ich jetzt aus. Und der Quick Move hat zwei Parameter. Und zwar hat er einmal die Parameter Anzahl Kerzen. Das ist quasi der Zeitraum, den ich angebe, um zu sagen, wie schnell will ich denn einen gewissen Gewinn oder Verlust realisieren. Das heißt, dass wenn ich sage 30 Minuten und ich befinde mich im 1-Minuten-Chart, dann gebe ich hier 30 Kerzen ein. In den nächsten 30 Kerzen soll etwas passieren. Was soll passieren? Und zwar eine Veränderung in Prozent. Ich habe hier bewusst keine Punkte oder Ticks oder was auch immer genommen, sondern damit man das eigentlich auf alles anwenden kann, wird hier eine Prozentzahl angegeben. Das heißt, ja, was sind denn dann 30 Punkte? Schmeißen wir mal unseren Taschenrechner an. Wir wollen 30 Punkte im Markt machen. Aktuell befinden wir uns so grob bei 12.400 Punkten. Kommt eine Zahl raus, sehr, sehr klein, 0,0024 und so weiter. Um das zu Prozenten zu machen, nehme ich die Zahl mal 100. Also, wir wollen im DAX 0,24, runden wir mal auf, 2% machen. 0,242%, das sind ungefähr 30 Punkte. Also übernehmen wir diese Zahl und tragen die hier ein und sagen, 0,242%, das ist im Augenblick das, was wir im DAX erreichen wollen. Und das bitte in 30 Minuten. Dann drücke ich hier Apply und Sie sehen schon, im Hintergrund haben sich jetzt die Candles verfärbt
Und ich sage, okay. Und dann sehen wir jetzt genau das Bild, was ich gerade schon im Screenshot so ein wenig gezeigt habe. Wir haben jetzt vor uns die Markierung der Candles oder die Markierung der Phasen, zu denen es möglich gewesen wäre, 30 Punkte in die eine oder andere Richtung zu machen. Jetzt geht es natürlich darum zu überlegen, okay, was haben diese Punkte gemein? Welche Informationen kann ich jetzt einfach aus dieser visuellen Darstellung gewinnen? Mal ein paar Gedanken dazu. Also man sieht sehr deutlich, dass es so Phasen gibt, oder dass wir drei Phasen haben. Wir haben natürlich diese Phasen, wo die Kerzen noch ganz normal gefärbt sind. Ich habe sie hier schwarz und weiß gemacht, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Das sind also Marktphasen oder das ist dann die Phase, wo ich nicht weder in die eine noch in die andere Richtung überhaupt so schnell reagiere, wo ich keinen Quick Move habe. Dann haben wir die roten Phasen, macht Sinn, wo ich dann, egal wo ich zu welcher roten Candle hier gekauft hätte, ich dann in den nächsten 30 Minuten 30 Punkte gemacht hätte. Und natürlich dann dementsprechend die grüne Phase auf der anderen Seite. Interessant finde ich einmal, dass sich es einen Zeitraum gibt, der dann vor einem lokalen Hoch liegt, zu dem es dann über einen ziemlich langen, in Anführungszeichen, Zeitraum möglich gewesen wäre, eine Short-Position einzugehen. Können wir ja quasi einfach mal die Candles zählen, um dann zu sagen, in diesem Zeitraum hätte man beliebig einen Short eröffnen können, um 30 Punkte zu machen. Das geht ja hier von 10:05 Uhr grob los bis 10:20 Uhr. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja, doch 16 Minuten. Plus dann noch 3 Minuten in der Abwärtsbewegung, die es dann auch noch möglich gewesen wäre. Also man hat hier fast ein Zeitfenster, möchte ich das mal nennen, von 20 Minuten. Wenn man in diesem Zeitraum zu dem Schluss gekommen wäre, möchte gerne Short gehen, dann hätte ich diese 30 Punkte einkassieren können. Bei dieser Candle, ich mache mal ein Fadenkreuz hier auf, bei dieser Candle wäre es dann schon zum Schlusskurs zu spät gewesen. Ich hätte keine 30 Punkte mehr gemacht. Der Schlusskurs war hier bei 37 und die 7 habe ich dann hier nicht mehr ganz erreicht. Also die 30 Punkte, da hat er dann vorher kurz gedreht. Das ist also nochmal so ein Plausibilitätscheck, dass er da einigermaßen richtig rechnet. Den Indikator habe ich Quick Move genannt, schnelle Bewegung. Finden Sie so jetzt noch nicht in der Ninja Trader Software, sondern erst, wenn Sie dann das Add-on installiert haben. Ich sehe diese Fragen immer in meinem Fragefenster. Bitte nicht wundern, wenn ich dann auf einmal zu jemandem quasi rede. Ich rede quasi zu dem, der die Frage stellt oder wenn Sie gerne noch eine Frage stellen möchten, schreiben Sie das dort hinein. Ich finde die Möglichkeiten der Software, solche Gedankenexperimente zu machen, auch ganz gut, weil man ist immer so darauf getrimmt zu sagen, ich habe nur so ein Standardrepertoire an Bollinger-Bändern, an Linien, also an gleitenden Durchschnitten etc. Aber was bedeutet es jetzt mal, ohne irgendeine Auswertung von den klassischen Indikatoren, die wir immer so gepredigt zu bekommen, überhaupt mal visuell zu sehen, ja, wann hätte ich denn überhaupt eine Chance gehabt, 30 Punkte am Markt mitzunehmen in einem überschaubaren Zeitraum? Und wir sehen ja, wie stark der Markt jetzt auch zeitlich schwankt. Das heißt, in der nächsten halben Stunde 30 Punkte zu machen, das müssen wir terminieren. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte gerne im nächsten Jahr 30 Punkte machen, dann habe ich ja alle Candles irgendwo grün oder rot, weil irgendwo im nächsten halben Jahr werde ich bestimmt 30 Punkte machen. Deswegen ist das so wichtig zu sagen, nee, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum als Daytrader. Ich will das Ding ja jetzt nicht stundenlang halten. So sieht im Augenblick die Verfassung aus. Das heißt, wir haben heute Morgen zur Eröffnung die Möglichkeit gehabt, in die eine oder andere Richtung was zu machen. Dann hat der Markt hier so getoppt. Es gab also hier ein Zeitfenster. Man muss dann also quasi irgendwo zwischen 9:30 Uhr und 9:40 Uhr zum Schluss kommen, eine Short-Position einzugehen. Oder halt dann hier zwischen 10:05 Uhr und 10:20 Uhr eine Short-Position einzugehen. Hier unten, da muss man dann recht schnell sein. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minuten, 7 Minuten, die er mir hier Zeit gegeben hat. Hier war der Zeitraum dann auch ein wenig länger. Da waren es dann von 11:04 Uhr bis 11:21 Uhr. Wie würde man jetzt weiter vorgehen? Jetzt würde man natürlich weiter vorgehen zu sagen, jetzt nehme ich Indikatoren und jetzt überlege ich zum Beispiel, könnte ich jetzt einfach aufgrund der visuellen Analyse sagen, ja, weil das hier immer so Punkte sind, die
oben und unten liegen oder außerhalb der Bollinger Bänder liegen oder vieles mehr, dass ich mir natürlich solch einen klassischen Indikator einfach mal mit reinnehme und den da drüber lege und sage, komme ich damit denn überhaupt weiter? Ich nehme jetzt einfach mal den Bollinger Band, um den visuellen Eindruck noch zu verstärken, mit den klassischen Einstellungen, also Anzahl der Standardabweichungen 2 und über eine Periode von 20 Candles. Und dann haue ich mir das mal hier da rein. Und da sieht man auch, dass das Bollinger Band an sich nicht unbedingt immer dazu geeignet ist. Man sieht zum Beispiel hier ganz spannend, dass diese Candles, wo es wirklich jetzt der Zeitpunkt gewesen wäre, einen Short zu machen, gar nicht außerhalb lagen. Hier läuft er rein, das heißt, hier hat man so dieses klassische Muster, dass er hier in eine Übertreibung läuft. Aber auch hier sieht man den Punkt, hier wäre eigentlich Zeitpunkt gewesen, long zu gehen, aber ich bin überhaupt nicht außerhalb der Bollinger Bänder. Diese Information des Bollinger Bandes ist also nicht unbedingt jetzt in den Standardeinstellungen wirklich das Entscheidende. Noch viel mehr Vorsicht ist gegeben, wenn man irgendwann mal Bots baut, rein auf Bollinger Bändern, dass man zum Beispiel in eine solche Phase kommt, wo wir sogar grüne Candles haben. Das heißt, hier wäre es noch Zeitpunkt gewesen, long zu gehen für 30 Punkte. Wir sind aber bereits im oberen Bollinger Band oder in der Begrenzung, in der oberen Begrenzung des Bollinger Bandes. Und alle, die King Pinball kennen, wissen genau, worauf ich hinaus will, denn wir werden gleich ein System bauen, was sich rund um das Bollinger Band tummelt. Ich will Ihnen einfach nur so ein paar Phasen nennen, dass das Bollinger Band alleine da noch nicht ausreicht, um diese Punkte zu finden. Wir brauchen vermutlich noch irgendeine andere Komponente, um damit zu arbeiten. Tut sich aktuell was? Im Augenblick schwankt der Markt seitwärts. Das heißt, was der Indikator macht, wir haben jetzt 12.34 Uhr. Er guckt jetzt quasi eine halbe Stunde zurück bis 12 Uhr, ob sich hier irgendwelche Candles ergeben haben, mit denen man jetzt schon 30 Punkte gemacht hätte. Das war nicht der Fall, deswegen sind alle weiß oder schwarz. Jetzt fängt der Markt ein bisschen an zu fallen. Wir sind so im Bereich 12.440. Das heißt, plus 30 wäre ja irgendwo hier im Bereich 70. Da sind wir nie gewesen mit dem Kurs. Das heißt, hier oben ist keine Candle, die jetzt schon 30 Punkte in den Gewinn gelaufen wäre. Das Ganze werden wir nochmal weiter beobachten im Laufe des Webinars. Gehen wir mal in die weitere Vergangenheit, um einfach noch so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wann man denn 30 Punkte machen kann. Hier ist der Tageswechsel. Das passt auch wieder mit dem oberen Bollinger Band. Hier hat man mal nur so eine einzelne grüne Candle, also die genau zu treffen, ist nahezu unmöglich. Jetzt klingelt hier pausenlos das Telefon, aber ich drücke die alle weg. So, dann haben wir hier eine Phase gestern Abend, 20.20 Uhr, 20.30 Uhr, ja, wo aus einem Nichts, also der Markt war tot, dann auf einmal der Markt nach oben marschiert. Dementsprechend haben wir hier ein paar grüne Candles und dann hätte man hier 30 Punkte machen können. Das ist alles relativ unspektakulär. Viel spektakulärer sind ja die Phasen, die wir gestern hatten, wo der Markt dann mal so in eine richtige Abwärtsbewegung geht. Da sehen Sie, da sind die Tage jetzt schon deutlich bunter und farbenfroher, aber leider in einem Tiefrot. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das war die Abwärtsbewegung gestern Vormittag. Wir waren über 12.490 Punkte und dann ab 9.30 Uhr ging es in eine Abwärtsbewegung konsequent nach unten und wir haben hier eine richtig lange Phase an roten Candles. Das heißt, von 9.36 Uhr bis 10.47 Uhr, also über eine Stunde lang, wäre es jederzeit möglich gewesen, 30 Punkte auf der Shortseite zu machen. Also fast 70 Minuten. Und daran sieht man so deutliche Abwärtsbewegungen. Das heißt, hier, da muss man eigentlich fast dann im Markt bleiben, im Markt bleiben, im Markt bleiben, weil irgendein externer Faktor dazu führt, dass hier dieser Trend, jetzt können wir fast das schon als Trendindikator hier betrachten, fortgesetzt wird. Der Ausgangspunkt auch hier war eher eine Übertreibung nach oben. Also wir sind nach oben aus dem Bollinger Band gelaufen, aber wir haben auch gerade gesehen, das ist nicht das Einzige und dann diese Abwärtsbewegung. Da
dann, hier veräppt das Ganze so ein bisschen. Der Markt ist noch volatil. Das heißt, hier oben, wenn man noch diese zwei, drei Minuten getroffen hätte, hätte man noch 30 Punkte auf der Short-Seite machen können. Aber das sind wieder Phasen, die sind eigentlich viel zu klein. Aber man sieht auch dort jetzt die deutliche Beruhigung dann des Marktes. Und dann gab es hier die Möglichkeit, zum allerersten Mal um 11.50 Uhr, also deutlich nachdem diese Abwärtsbewegung war und nachdem auch eine Konsolidierung eingesetzt hat, gab es überhaupt erst eine Chance, mal 30 Punkte zu machen. Das finde ich sehr spannend, weil natürlich immer alle versuchen, in so einer Abwärtsbewegung hier den Tiefpunkt zu erreichen. Und diesen Tiefpunkt zu erreichen, weil alle erwarten, dass das Ganze dann wie so ein V einfach nach oben läuft. Und man sieht, dass das nicht unbedingt immer der Fall sein muss, sondern dass sich das über Stunden hinzieht. Von 9.36 Uhr bis 11.50 Uhr war das Ganze eine konstante Abwärtsbewegung. Und erst hier gab es ein ganz kleines Zeitfenster, wo man überhaupt mal 30 Punkte hätte holen können. Diesen Zeitraum zu treffen ist viel zu klein. Das klingelt hier auf allen Kanälen. Was wollen die denn alle von mir? So, natürlich, ich kriege jetzt gerade die Frage, das sieht ja alles viel zu gut, um wahr zu sein. Halt, stopp, Leute. Wir müssen natürlich betrachten, dass die Candle natürlich nicht grün gemalt wird, wenn wir an dieser Position sind. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist eine reine Visualisierung. Spielen wir das mal an diesem Beispiel durch. Nicht, dass da ein Missverständnis entsteht. Wenn ich jetzt mal hier auf diesen Zeitpunkt 11.45 Uhr, 11.46 Uhr gestern gehe, dann haben wir diese Marktphase. Und der Markt geht nach unten raus. Und in dieser Marktphase müsste ich zur Entscheidung kommen, ja, jetzt gehe ich long für 30 Punkte. Der Indikator kann man das natürlich nicht vorhersagen, dann würde ich hier nicht sitzen. Sondern es soll einfach mal visualisieren, dass ich jetzt irgendeine andere Information brauche, die mir jetzt ein Signal gibt, die sagt, ja, jetzt kannst du reingehen für 30 Punkte. Und das ist das Schwere, oder das ist ja die Aufgabe, die wir uns beim Daytrading stellen. Das heißt, das soll Ihnen einfach symbolisieren, wie schwierig es jetzt ist, an diesen Stellen zu sagen, yo, jetzt gehe ich für 30 Punkte long, nach dieser Abwärtsbewegung, mit diesen Candles. Na, das wäre noch eine richtige Möglichkeit gewesen. Das heißt, wir haben ja ein Zeitfenster von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Candles, von 7 Candles und jetzt wäre es auch schon zu spät gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt noch reingegangen wären, hätten wir in einer halben Stunde nicht mehr 30 Punkte gemacht, weil der Markt halt in so einer Abwärtsbewegung war. Und da ist halt die Frage, ob man dann solche Punkte überhaupt erwischen kann. Und Sie sehen, der Markt gibt dann diese Punkte her. Das bedeutet, man war hier in einem Bereich von 12.343, 30 Punkte obendrauf, sind wir bei 73. Das heißt, diese Trades, die man hier unten eröffnet hätte, hätte man dann hier, wenn man auf 30 Punkte aus wäre, hätte man seinen Take Profit ja hingelegt, dann wären die hier ausgelöst worden. Das wäre dann am Ende dieser Candle schon nicht mehr wirklich gewesen. Das wären ja 12.354 Punkte, 54 plus 30 sind 84 und bis 84 sind wir da schon gar nicht gegangen. Und das ist die große Herausforderung, die wir dann haben. Das heißt, den aktuellen Stand, ich gucke mal, ob irgendwas passiert, nee, ist im Augenblick komplett schwarz und weiß. So, jetzt gucken wir uns an, jetzt haben wir eine Idee dann weitergeleitet, das King Pinball System. Das heißt, das King Pinball System, was aus dem Jahr 2012 stammt, eine uralte Idee, die auf solche Übertreibungen setzt und die zwei wesentliche Komponenten hat, die ich Ihnen heute vorstellen will und die wir uns heute mal in der NinjaTrader Software auch dann angucken. Das heißt, aus der visuellen Analyse haben wir festgestellt, okay, Übertreibungsphasen sind gut. Übertreibungsphasen brauche ich. Unsere grünen und roten Candles, die wir gerade gesehen haben, waren an lokalen Hoch- und lokalen Tiefpunkten, die dann quasi die Ausgangsbasis sind für die Gegenbewegung. Aber wir haben auch gesehen, dass diese Übertreibungsphase ganz schön dauern kann. Da einfach nur einen Indikator zu machen oder einen Grenzwert zu machen, seien es die Bollinger Bänder, und dann zu sagen, ich bin oberhalb des Bollinger Bandes, jetzt gehe ich short, das reicht nicht aus. Ich brauche einen zweiten Schritt und das ist das Einsetzen der Trendumkehr. Ich muss dann noch die Geduld haben zu sagen, okay, die Übertreibung ist da, aber ich warte, bis es dann die ersten Anzeichen einer Trendumkehr gibt. Na, sehen Sie sich das hier an. Ich habe hier eine Übertreibung aus dem Bollinger Band nach oben heraus
Und dann muss ich aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 20 Candles noch warten, bis dann die Umkehr auch wirklich einsetzt. Das heißt, hier einfach nur ein Kriterium zu machen, ich bin oben aus dem Bollinger Band, wird nicht funktionieren. Genauso auf der anderen Seite. Ja, ich sehe, dass hier eine Übertreibung nach unten ist, aber ich brauche dann erst die Trendumkehr, um sicher zu sein, dass die Übertreibungsphase denn dann überhaupt abgeschlossen ist. Oder warten wir dieses Beispiel. Das ist ja noch viel besser heute Morgen. Wir sehen, dass wir nach oben aus dem Bollinger Band rausgehen, da oben kratzen. Das heißt, wir wissen, dass eine Übertreibung nach oben stattfindet. Aber die Trendumkehr findet dann erst viel, viel später statt. Das heißt, bis wir dann hier überhaupt rote Candles sehen, die uns die Möglichkeit überhaupt geben, 30 Punkte aus dem Markt zu bekommen, sind dann erst viel, viel später und schon lange nicht hier, sondern eher im Gegenteil. Hier signalisieren uns die grünen Bars, dass wir mit einer Short-Strategie hier schon viel zu früh unterwegs gewesen sind. Und das uns natürlich dann auch sogar nicht nur zu früh für einen Gewinn, sondern uns dann garantiert in irgendeinen Stop-Loss geschmissen hätte. Wo findet man Informationen zum King Pinball? Hier unten ist ein Link dazu, den Link kann ich Ihnen auch nochmal eben im Chatfenster posten für alle. Sie werden feststellen, das ist ein Artikel aus dem Jahr 2012. Da haben wir das Ganze mal entdeckt, erfunden, nachgebaut in einem Tool, was wir auch bei TraderFox immer noch haben. Läuft so ein bisschen unter unserem alten Tool, aber wir haben es immer noch online. Und hier ist dieses King Pinball-System dargestellt. Und das bauen wir heute mal nach in der Ninja Trader Software. Dazu sage ich noch ein paar Worte dann, die das System genauer beschreiben. Also wir haben hier diese erste Komponente, feststellende Übertreibungsphase. Mit welchem Indikator machen wir das? Am besten mit Hilfe eines Bollinger Bandes. Das heißt, wir müssen feststellen, dass der Kurs nach oben oder unten aus einem Bollinger Band herauswandert, um festzustellen, dass eine Übertreibung dasteht. Sie sehen hier ein Screenshot von damals und genauso wollen wir das dann gleich auch nachbauen, wo der Kurs aus dem Bollinger Band nach oben herausläuft und dann warten wir ab auf ein Short-Signal. Hier kann man vielleicht noch so erkennen, dass es sich um ein Short-Signal dann handelt. Oder auf der anderen Seite genau das gleiche nach unten. Wir haben eine Übertreibung und sind dann vorbereitet für ein Long-Signal. Vorbereitet heißt, wir brauchen eine Bestätigung und das ist dann die Komponente Nummer 2. Wir suchen nach dem Einsetzen einer Trendumkehr. Und das machen wir mit Hilfe des MACD-Indikators, der dann bestimmte Einstellungen hat. Damals haben wir durch viel Ausprobieren und Erfahrungen solche Parameter herausgefunden. Sie sehen hier das Bollinger Band mit 102, nicht mit 202. Oder hier das MACD mit 55, 25. Heute wissen wir oder heute haben wir die Ninja Trader Software, um das Ganze zu optimieren und auszuprobieren. Zeige ich Ihnen gleich. Und dann ist die dritte Komponente noch der Ausstieg. Damals haben wir dann einen ATR-Wert genommen, das heißt, wir haben die Volatilität des Marktes genommen, um dann einen Abstand zu ermitteln, an dem wir einen Stop eintragen. Damals habe ich das hier visualisiert durch so eine rote Linie. Das heißt, hier war ein Short-Signal und dann bumm, eine rote Linie als Stop-Loss. Und solange der Stop-Loss nicht gefunden wurde oder erreicht wurde, war das Signal intakt. Gut, so viel zur Theorie, so viel zum Vorgeplänkel. Jetzt gehen wir mal in die Software selber und ich mache mal alles Schritt für Schritt vor Ihren Augen, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert und wie man sich ein solches System wie den King Pinball, ich sag mal relativ einfach auch selber in der Ninja Trader Software zusammenbauen kann, ohne jetzt programmieren zu können. Dazu gehen wir auf den Strategy Builder. Sind wir die letzten Male ja auch gegangen. Das heißt, auf das Tool der Software, um eine neue Strategie, um einen neuen Bot zu bauen. Auf der ersten Seite heißt mich der Wizard hier willkommen und fragt, was ich denn überhaupt will. Und dann sage ich, ich möchte eine neue Strategie machen, die da heißt King Pinball. Dazu kann ich eine Erläuterung noch eingeben, wenn ich denn möchte. Bei den ganzen Einstellungen, die darauf folgt, verändere ich nichts. Richtig schön, brauchen wir einfach nur weiterklicken. Interessiert mich nicht. Additional Data, zusätzliche Daten brauchen wir auch nicht. Additional Data wäre, wenn ich neben dem DAX noch irgendetwas anderes
auswerten wollen würde, aber der King Pinball, der achtet zum Beispiel nicht auf den Euro, US-Dollar oder noch auf andere Zeiteinheiten. Der lebt in der Zeiteinheit, auf die er auch angewendet wird. Also brauchen wir das Ganze nicht. So, und jetzt geht's hier an den Bereich Eingabewerte, Inputs und Variablen, Variables. Und da brauchen wir jetzt eine ganze Masse. Was brauchen wir alles? Wir wollen den Kin-Kin-Kin-Binball ja hinterher auch konfigurieren. Das heißt, wir wollen selber die Eingabewerte des Bollinger Bandes zum Beispiel definieren. Wir wollen hinterher sagen, nimm mal 100 und 2, nimm mal 20 und 2, was auch immer. Und deswegen brauchen wir viele, viele Eingabefelder. Fangen wir mal an mit den Daten für das Bollinger Band. Das heißt, ich brauche eine Bollinger Bandperiode, das heißt den Zeitraum, über den das Bollinger Band berechnet werden soll. Ich trage mal hier 100 als Standardwert ein. Das ist ja das, mit dem wir mal anfangen wollen, das, was ich hier gerade im Artikel gesehen habe. Dann brauchen wir den Faktor, mit dem wir die Breite des Bollinger Bandes definieren. Das ist ja klassischerweise Faktor 2, das können wir auch so beibehalten. Auch hier wieder, ich verwende jetzt einen Double-Wert, weil ich eine Fließpunktzahl angeben will. Hatten wir auch schon im letzten Video. Und damit habe ich jetzt die beiden Möglichkeiten, das Bollinger Band später auch noch zu verändern. Genau das gleiche machen wir mit den drei Parametern des MACD. Die da wären der schnelle Wert für den MACD, der MACD Fast. Diesen mache ich mal auf 5. Dementsprechend haben wir ein MACD Slow. Den mache ich mal auf 50. Und dann gibt es noch einen Smooth, einen Glättungsfaktor. Und den setze ich mal auf 25. Das sind alles die Werte aus dem Artikel. Sehen wir auch gleich noch, wenn wir ganz konkret das Ganze mal anwenden. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon gemacht, Eingabewerte. Neu wird jetzt sein, dass wir auch Variablen einführen. Und zwar wird ja unser Bollinger-System funktionieren, dass wir sagen, wir warten, bis wir außerhalb des Bollinger-Bandes sind, um eine Übertreibung festzustellen. Und dann irgendwann später warten wir auf die Trendumkehr. Bedeutet, wir haben gar nicht eine Candle, wo beides gleichzeitig stattfindet. Also ich bin außerhalb und dann kommt eine Trendumkehr, sondern das sind zwei verschiedene Zustände, die nacheinander abgearbeitet werden. Und dementsprechend brauche ich eine Variable, die sich quasi merkt, ob ich außerhalb des Bollinger Bandes war, um dann auf der aktuellen Kerze zu prüfen, ist denn jetzt eine Trendumkehr da? Diese Variable nenne ich was over Bollinger. Also immer schön sprechende Bezeichner nehmen, nennt man das in der IT. Also Bezeichner nehmen, die eine Aussage schon haben. Oder wo der Name eine Aussage hat. Und was over Bollinger heißt im Prinzip, ich war überhalb des Bollinger Bandes. Und wie die Formulierung schon andeutet, kann diese Variable nur zwei Zustände annehmen. Also die hat jetzt keinen Zahlenwert. War ich über dem Bollinger Band? 3,5 macht keinen Sinn. Also stelle ich die Frage, war ich über dem Bollinger Band? Ja, 3,5 passt nicht. Sondern Sie sehen schon, ich habe schon intuitiv Ja geantwortet. Hier will ich nur etwas haben wie Ja oder Nein. Ja, ich war außerhalb des Bollinger Bandes. Oder nein, ich war es nicht. Und auch dafür gibt es einen Typen, und der nennt sich in der Programmierung Bool, ein boolscher Wert. Und dieser boolsche Wert kann nur ja oder nein, wahr oder falsch, true oder false annehmen. Und genau sowas brauche ich an dieser Stelle, und den setze ich standardmäßig auf false. Das heißt, im Standardfall gehe ich erstmal davon aus, dass ich es noch nicht war. Genau das gleiche mache ich mit dem, war ich schon mal da drunter. Den auch vom Bool und dann sage ich False. Und das war's, was wir an dieser Stelle brauchen. Ganz schön viel Zeugs, aber das kommt jetzt gleich wieder und wenn wir dann weiterbauen, werden Ihnen die Funktionen und warum wir das machen, wird Ihnen klarer werden. Aber dann haben wir diesen Bereich erstmal fürs Erste abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten, Conditions und Actions, also die Bedingungen, die gelten müssen und die Aktionen, die dann darauf folgen. Und da haben wir jetzt mehrere. Was haben wir denn als erstes? Als erstes müssen wir mal feststellen, ob wir überhaupt außerhalb des Bollinger Bandes sind. Und das wollen wir speichern. Mehr nicht und mehr auch. Mehr nicht und mehr nicht, mehr weniger und mehr. Ach, die deutsche Sprache.
Das bedeutet, ich füge ein Regelwerk hinzu und muss jetzt prüfen, ob ich denn nach oben aus dem Bollinger Band herausgewandert bin. Und dann klicke ich hier auf Add und bekomme dann hier so ein Conditions-Fenster, also ein Bedingungsfenster, wo ich diese Bedingungen zusammenstellen kann. Ich habe immer einen linken Bereich und einen rechten Bereich. Das heißt, ich habe links einen Wert und der muss in einer Beziehung stehen zu einem Wert auf der rechten Seite. Diese Beziehung kann dann sein, dass der linke Wert größer oder kleiner als der rechte sein soll oder genauso gleich sein soll oder dass es sich gekreuzt haben soll. Und da stellen wir schon fest, gekreuzt, das klingt schon gar nicht verkehrt, oder oberhalb des Bollinger Bandes könnte man auch mit größer machen. Was soll sich denn kreuzen oder was soll denn größer sein? Ja, das ist recht einfach. Unser aktueller Schlusskurs, nehmen wir mal an, die Candle soll wirklich überhalb des Bollinger Bandes auch schließen. Dann nehme ich hier den Schlusskurs. Dieses soll größer sein als ein Indikator. Welcher Indikator? Der Bollinger Indikator. Dann gibt er mir hier alle möglichen Parameter. Ich wähle mal aus Plot on Chart. Ich möchte nämlich mir später auch anzeigen lassen, wo das Bollinger Band ist. Und er fragt mich nach den Parametern für das Bollinger Band. Und da gebe ich jetzt keine Zahlenwerte ein, wie eine 5, sondern da verwende ich unsere Eingabewerte. Denn wenn ich mit der Maus hier hinten drüber gehe, sehe ich etwas wie Set, also setze diesen Wert und sage, ich weiß jetzt noch gar nicht, was das Bollinger Band für einen Wert haben soll. Das kommt bitte aus der aus dem User-Eingabefeld Bollinger Period. Das, was wir gerade eben definiert haben. Hier sehen Sie nämlich genau wieder diese 5 Bollinger-Werte, die wir hier definiert haben. Ja, jetzt bin ich natürlich genau im Falschen gewesen. Sie sehen hier, das sind die Number of Standard Deviations. Da nehmen wir natürlich nicht die Periode, sondern unseren Deviation-Faktor. Dann nehmen wir die Periode. Da gehört dann die Bollinger-Periode rein. Das sind dann so schöne Fehlerchen, die man in der Schnelle macht. Beim Bollinger-Band gibt es jetzt noch eine wichtige Einstellung. Sie sehen hier bei den Plots, also das, was er malt, dass es bei Value, also dem Wert, den das Bollinger Band annimmt, 3 Optionen gibt. Denn das Bollinger Band, logischerweise, hat ja nicht nur eine Linie, sondern mehrere. Und da muss ich ihm jetzt sagen, welche davon. Ne, der Schlusskurs soll ja nicht größer sein als das untere Bollinger Band, sondern der soll größer sein als das obere Bollinger Band. Dementsprechend wähle ich hier Upper aus. Und den Rest lasse ich mal so, wie es ist. Also habe ich einfach gesagt, Bollinger Band, meine beiden Parameter gesetzt und das obere ausgewählt. Okay. Wenn das so der Fall ist, diese Regel, was soll denn dann passieren? Beim letzten Mal haben wir direkt das Ganze in eine Order umgesetzt. Wollen wir jetzt hier schon irgendeine Order machen? Nee, wollen wir noch nicht. Wir wollen uns diesen Zustand merken. Wie geht das? Also sage ich, do the following, add. Und da gibt er mir jetzt hier unter Gemischtes verschiedenste Dinge. Und zwar, ich kann einen Alert setzen, ich kann einen Sound spielen, ich könnte mir eine E-Mail schicken, aber was jetzt hier zum Beispiel auftaucht, ist, ich kann einzelne Werte setzen. Ich kann sagen, set was over Bollinger. Na, was over Bollinger ist meine Variable, die ich gerade eben definiert habe. Und wie soll ich die setzen? Naja, Häkchen an oder Häkchen aus. Also dann setze ich sie mal auf Häkchen an. Er soll sich merken, dass was over Bollinger jetzt true ist. Das heißt, sobald er eine Candle findet, die nach oben aus dem Bollinger Band rausgeht, dann setzt auch diese Variable auf true. Bumm. Und dann habe ich meine erste Bedingung schon durch. In einer späteren Bedingung will ich ja dann prüfen, ob die Trendumkehr eingesetzt hat. Das schreibe ich ja jetzt nicht hier rein, weil wir wissen ja, dass diese Regeln immer Candle für Candle für Candle abgearbeitet sind. Und wenn ich mir hier mal so einen Chart raussuche, hier unseren aktuellen Chart, und ich bin dann hier bei dieser Kerze, dann ja, dann bin ich oberhalb des Bollinger Bandes, aber die Trendumkehr ist ja noch gar nicht drin. Das heißt, das passiert dann irgendwann in der näheren Zukunft. Das passiert dann, sagen wir mal, irgendwo hier erst. Und an dieser Stelle brauche ich ja die Information, ja halt stopp, war ich hier davor irgendwann mal überhalb des Bollinger Bandes, und das merke ich mir ja durch diese eine Variable. Also brauche ich ein zweites Regelwerk. Und dieses Regelwerk kann man hinzufügen, indem man hier auf Plus drückt und dann hat man ein zweites Regelwerk. Welches ist die erste Bedingung, dass die Trendumkehr stattfinden kann? Die erste Bedingung ist, dass wir überhalb des Bollinger Bandes waren. Das heißt, dass meine Variable was over Bollinger
einen True-Wert hat. Also was over Bollinger equals, jetzt gehen wir hier wieder auf gemischt und dann finden wir hier True. Also das ist überhaupt die Bedingung, dass wir nach der Trendumkehr suchen. Alle anderen Candles interessieren mich nicht. Also sage ich, was over Bollinger muss True sein. Was muss denn dann auch gelten? Und jetzt kann ich halt gucken nach unserer zweiten Phase. Jetzt sage ich, ich brauche ein MACD-Short-Signal. Erst wenn eine Trendwende dort einsetzt, dann gehe ich auch Short. Das ist unser Indikator, um Trendwenden festzustellen. Also sage ich, Indikator, suche mir den MACD raus. Ich mache mal Plot on Chart, damit wir den dann auch gleich sehen können. Der hat jetzt drei Parameter, Fast, Slow und Smooth mit 12, 26 und 9. Das sind so die gängigen vordefinierten Werte. Und hier machen wir wieder das alte Spiel. Wir nehmen unseren Fast-Wert, unseren Slow-Wert und unseren Smooth-Wert. So. Und der MACD hat jetzt auch drei Linien. Der hat einmal den MACD-Wert selber. Er hat dann den Durchschnittswert, AVG, oder auch die Differenz. Das ist so eine Balkendarstellung. Schauen wir uns gleich mal an. Und wir wollen jetzt so ein ganz klassisches Short-Signal haben des MACD. Das heißt, dass die MACD-Linie ihren eigenen Durchschnitt von oben nach unten kreuzt. Das heißt, was ich möchte, ist, dass der MACD-Wert, also diese eine Linie des Indikators, cross below nach unten kreuzt, die Durchschnittslinie des MACD-Wertes. Das heißt, auf der rechten Seite brauche ich jetzt auch den MACD. Und da mache ich genau das gleiche Spiel. Das heißt, ich gehe auf Indikator, MACD, Plot on Chart brauche ich nicht machen, habe ich schon hier gemacht, dann wird das doppelt malen. Und dann mache ich hier die gleichen Werte rein. Man könnte jetzt theoretisch auch andere machen, also man ist da unheimlich flexibel. Ob das sinnvoll ist, sei jetzt dahingestellt. Und dann sage ich auch wieder, nimm mal wieder unseren MACD mit den Einstellungen, aber jetzt die Average-Linie. Ne? Der MACD, also die Signallinie des MACD, soll die Average-Linie nach unten kreuzen, cross below. So, und so haben wir jetzt zwei Bedingungen. Einmal, ich war irgendwann davor oberhalb des Bollinger Bandes und jetzt setzt die Trendwende ein. Was soll passieren? Erstens, wir gehen Short. Das heißt, ich sage Enter Short, muss ich weiter nichts angeben. Ich könnte noch die Anzahl der Kontrakte, Aktien, was auch immer angeben. Reicht bei mir jetzt mal, dass ich im FDAX bin, dass ich nur einen mache. Was muss ich auch machen? Bedenken Sie, wenn ich jetzt hier Short gehe, was passiert dann in der weiteren Zukunft? Einmal müssen wir natürlich den Trade verwalten. Das machen wir gleich über Stops und Targets. Aber achten Sie auf die Variable Was over Bollinger. Ich muss die wieder zurücksetzen oder ich sollte sie zumindest wieder zurücksetzen, damit ich dann auch auf das nächste Signal warten kann. Wenn ich denn zum Beispiel dann hinterher mehrere Einstiege haben möchte. Das heißt, ich setze die Variable wieder auf ihren Ursprungszeitpunkt, genau, auf ihren Ursprungswert zurück. Das heißt, ich sage, set was over Bollinger wieder auf false, um dann von da an wieder neu zu beginnen. Das heißt, mein Short Trade ist aktiv, aber ab der Stelle weiß er wieder, okay, ich kann gucken, ob ich denn überhalb des Bollinger Bandes war und wenn ich dann überhalb des Bollinger Bandes war, kann ich dann auch wieder nach neuen Signalen suchen. Aber das soll bitte eine neue Situation sein. Das heißt, ich möchte nicht die gleiche Situation haben, deswegen sage ich von dem Punkt an, wo ich meinen Short eingehe, okay, was over Bollinger ist wieder false, fang wieder von neuem an. Gut, jetzt haben wir erstmal unsere Einstiegsmöglichkeiten. Jetzt müssen wir unsere Ausstiegsmöglichkeiten machen. Und für die Ausstiegsmöglichkeiten wollen wir Stop-Loss und Take-Profit definieren. Das möchte ich gerne optimieren. Deswegen mache ich mir erstmal ein paar Inputs. Stop-Loss hier bitte in Ticks. Wir wollen ja, heute war ja das Thema 30 Punkte im DAX. Da wir im FDAX handeln und der FDAX immer in 0,5er Schritten sich bewegt, also jeder Tick ist immer 0,5 Punkte, müssen wir hier 60 Ticks angeben. 60 Ticks mal 0,5 sind 30 Punkte.
Also erzeuge ich mir hier zwei Variablen, damit ich dann später auch damit optimieren kann. Und auch hier mache ich mal 60, 60. Und jetzt sage ich Profit Target. Wo das Profit Target? Bei so und so vielen Ticks. Na, auch hier gebe ich wieder keinen Zahlenwert an, sondern meine Variable, damit ich dann später damit arbeiten kann. Genau das gleiche mache ich auf der Stop-Loss-Seite und sage, nimm hier meinen Stop-Loss-Wert. So, jetzt haben wir so viel gebaut und so viel definiert und wir haben auch nur eine Seite bisher gebaut. Aber, das ist immer ein guter Tipp, wir haben jetzt schon ein lauffähiges System. Das heißt, bevor wir jetzt auch gleich auf die andere Seite gehen oder eventuell dann auch Fehler übernehmen, gucken wir mal, ob wir überhaupt das jetzt zum Laufen kriegen. Das heißt, was machen wir? Wir wollen in den Bereich des Strategy Analyzer gehen. Na, den kriegt man hier, wenn man hier auf Strategy Analyzer drückt. Aber vorher müssen wir das Ganze noch kompilieren. Das heißt, wir haben ja jetzt alles in menschlicher Sprache quasi definiert und formuliert. Und dann drückt man unten auf Kompilieren und jetzt sagt er mir, die Strategie wurde erfolgreich erzeugt. Das heißt, jetzt haben wir das Ganze auch in Maschinensprache vorliegen. So, wenn wir das haben, wechseln wir vom Strategy Builder, also da, wo wir Strategien bauen, in den Strategy Analyzer, um das Ganze jetzt anzuwenden. Wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte jetzt hier ein King Pinball auftauchen. Das tut er. Wenn wir alles richtig gemacht haben, finden wir jetzt hier unsere ganzen Input-Felder wieder. Also die ganzen Sachen für das Bollinger Band, die drei Parameter für den MACD, plus die beiden Zahlenwerte, die ich gerade noch reingepackt habe für Stop-Loss und Take-Profit. Ja, dann fangen wir mal an. Das Ganze bitte auf den FDAX. Das Ganze bitte auf den 5-Minuten-Chart. Warum 5-Minuten-Chart? Das war damals das, worauf wir das angewendet haben. Gucken wir mal hier. Ich zoome mich mal noch weiter rein. Das haben wir damals, diese Parameter mit den 100 und so weiter, auf den 5-Minuten-Chart gemacht. Deswegen will ich das mal vergleichbar halten. Wir nehmen mal alles, was wir dieses Jahr haben. Commissions können wir gerne mit reinnehmen. Kennen wir ja, bei CapTrader zahlen wir $2 für den Half-Turn oder $4 für den Full-Turn. Und den Rest lassen wir erstmal so, wie es ist. Und dann schauen wir mal, ob wir denn überhaupt etwas herausbekommen. Wir kriegen ein paar Trades, aber wir gucken uns erst überhaupt mal den Chart an, ob das Ganze denn so passt. Denn die Kurve war mir ziemlich nicht erfolgreich und ich glaube auch, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Das heißt, wir gucken uns mal an, was er uns jetzt gibt. Also er malt schon mal unten hier unseren MACD, das passt. Er malt auch das Bollinger Band, das passt auch. Aber was mir so spontan überhaupt nicht gefällt, ist, diese Trades sind alle viel zu klein. Da habe ich irgendwo einen Fehler gebaut. Das heißt, gehen wir mal wieder zurück in den Strategy Builder. Ja, und ich sehe auch schon den Fehler. Ich habe im Stop-Loss Currency eingegeben und nicht meine Ticks. Also sage ich hier Edit, sage hier auch Ticks und sage, okay, na, ich bin jetzt über die Idee, dass der Stop-Loss hier sehr, sehr schnell erreicht wurde, auf die Idee gekommen, okay, was habe ich denn hier überhaupt richtig gemacht oder auch falsch gemacht? Und das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt das hier ändern, also ich kann das Fenster des Strategy Builder parallel offen haben. Muss natürlich jetzt einmal wieder sagen, Compile. Na, er muss das neu in Maschinensprache übersetzen, aber dann kann ich hier unten auch sofort wieder auf Run drücken. Und gucken, ob es passt. Ja, da sieht das doch schon deutlich besser aus. Naja, und jetzt gucken wir mal, ob wir uns denn diesem Bild so langsam nähern. Also einem schwankenden DAX, damals 2000, ach du Schande, 2012 bei 6400 Punkten. Krass, hat sich verdoppelt seitdem. Und jetzt sind wir hier. Und wir sehen ein sehr, sehr ähnliches Bild. Natürlich jetzt nur in der Oberseite. Wir haben ja erstmal nur die ganzen Short Trades gebaut, aber wir gucken mal, ob denn das Grundprinzip überhaupt funktioniert. So, auf den ersten Blick sieht das schon ganz gut aus. Immer wenn er hier oben unterwegs ist, haben wir danach einen Trade. Zoomen wir uns mal rein, um uns das konkreter anzusehen. Also,
prüfen wir mal den hier. Hier haben wir die Phase, dass wir nach oben aus diesem Bollinger Band herausgehen. Passt. Dann warten wir aber geduldig, bis der MACD seinen Kreuzungspunkt erreicht hat. Also dann hier sagt Cross Below. Das ist dann, wenn man mal das Fadenkreuz herausholt, an dieser Stelle der Fall. Und dann gehen wir zum nächsten Kurs Short. Na, und das ist genau das, was damit gemeint ist. Hier haben wir die Übertreibung. Da setzen wir unsere Variable auf True. Und dann prüft der Bot quasi Candle für Candle für Candle. Habe ich ein Kreuzen des MACDs? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Dann arbeitet der quasi hier alle Candles ab und in der Zwischenzeit steigt der Markt immer weiter und weiter und weiter. Und die Idee ist dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich erst Short, wenn ich eine Trendumkehr habe. Gut, dann läuft das ganze Ding nach unten. Da wir jetzt noch keine komplizierten Ausstiegskriterien haben, müssten das ziemlich genau 30 Punkte sein. 12.633 ging dann hier bis 12.603 und in diesem Falle ist die Bewegung dann sogar noch deutlich weitergegangen. Okay, schauen wir uns das nächste Mal an. Das war dann davor. Der war nicht erfolgreich. Gucken wir mal, ob es denn das Regelwerk hergibt. Wir sehen hier eine Übertreibung aus dem Bollinger Band. Jetzt kann man natürlich diskutieren, das ist durch das Übernacht-Gap gekommen, ob wir das noch irgendwie eventuell herausnehmen später mal. Dann aber laut Regelwerk passt das. Unsere Variable wird auf True gesetzt und wir warten auf die Trendumkehr des MACD. Und leider Gottes hat das hier so ganz knapp gereicht, dass wir hier nach unten rausgefallen sind. Und dementsprechend hat er dann hier eine Short-Position aufgemacht und ist 30 Punkte in den Verlust gelaufen. Jetzt geht es mir gar nicht um die Auswertung, sondern mir geht es jetzt erstmal nur darum, ob wir denn alle Positionen gefunden haben. Das sieht richtig schön aus. Das sieht richtig gut aus. Hier haben wir dann mal den Fall, dass wir morgens nach einer Übertreibung dann auch erfolgreich waren. Das heißt, wenn gerade schon jemand gesagt hat, ja, dann lass uns die Signale doch rausnehmen am Morgen. Naja, hier war es dann mal richtig schön erfolgreich. Also das sieht schon ganz gut aus. Na, hier haben wir auch eins, das nicht erfolgreich war, aber das Regelwerk stimmt. Und dann vor allen Dingen sieht man jetzt wieder zweimal hintereinander, sobald er dann hier den Short geht, wartet er auch so lange, bis es dann wieder zur neuen Signalgebung kommt, weil wir die Variable zurückgesetzt haben. Frage aller Fragen, ist das denn jetzt unterm Strich erfolgreich oder noch nicht? Ist es noch nicht? Das heißt, wir sind zumindest plus minus null, aber wir haben noch in keinster Weise optimiert. Und da kommen wir jetzt, da jetzt auch die Stunde zur Neige geht, zum letzten Punkt. Das andere ist dann quasi, gebe ich Ihnen als Hausaufgabe mit, genauso einfach anders herum zu programmieren. Das heißt, die Long-Seite, da dreht man dann einfach das Regelwerk entsprechend um. Ich werde Ihnen das aber auch noch vorbereiten nach dem Webinar und dann in dem Download wird dann auch die Long-Seite mit drin sein. Machen wir aber mal die Optimierung noch als Abschluss, denn das ist ja auch das Spannende, das Wesentliche an der NinjaTrader-Software. Ich kann halt nicht nur einen Backtest machen, sondern ich kann sagen, optimiere mir das Ganze mal. Und dann habe ich nämlich alle meine Eingabeparameter hier zur Auswahl für Optimierung. Und ich mache jetzt einfach mal eine Optimierung auf Stop-Loss und Take-Profit. Das heißt, ich möchte Ihnen mal fragen, was ist denn das beste Stop-Loss, Take-Profit oder der beste Stop-Loss, Take-Profit, den man nehmen kann. Und probiere mal alles aus zwischen 20 Ticks und 100 Ticks oder übersetzt alles zwischen 10 Punkten und 50 Punkten. Und das Ganze mache ich in 5-Punkte-Schritten oder in 10-Tick-Schritten, damit er mir ja jetzt hier nicht zu viel rechnet und schnell zu einem Ergebnis kommt. Und das machen wir genau das Gleiche auf der Take-Profit-Seite und sagen, probiere mal alle diese Kombinationen aus. Dann drücke ich unten auf Run und dann sehen Sie, dass er dort 81 verschiedene Strategien durchführt. Nämlich 81 verschiedene Kombinationen von Stop-Loss und Take-Profit. Warum macht man das? Um erstmal auf die Schnelle festzustellen, ob wir das System überhaupt optimieren können, ob wir wirklich Effekte haben, dass wir das Ganze ins Positive hieven können. Als besten Wert, wenn ich jetzt einfach hier mal eine Optimierung auf die Schnelle mache, gibt er mir dann hier oben alle Ergebnisse aus. Sie sehen, wenn ich hier, habe ich hier so eine Art Rangliste und Sie sehen, dass sich die Ergebniskurve unten auch immer verändert. Und da kann ich mir jetzt angucken, wer hat denn den meisten Gewinn gemacht oder welche Strategie hat den besten Profit-Faktor gemacht und vieles mehr. Da sehe ich hier zum Beispiel gerade eine, die hat uns $32.000 gegeben.
Nein, sorry, Quatsch, ich bin schon in der falschen Spalte. Die hat mir nur 4.000 Dollar gegeben. Sie hatte 32.000 Dollar Gewinn, aber bei 28.000 Dollar Verlust. Da kamen dann 4.000 unterm Strich raus. So. Also bleiben wir mal bei dem Kandidaten, der hier ganz auf Platz Nummer 1 steht. Was steht hier jetzt? 1,26 als Profit Faktor. Alles, was über 1 ist, ist gut. Das ist überhaupt positiv. Für ein DAX-System sind 1,2 schon ganz gut. Ein DAX-System mit 2 oder so ist schon sehr gut. Wir machen 92 Trades seit Anfang des Jahres. Wir haben eine Trefferquote von fast 2/3, also 63%. Bei welchen Werten denn? Wir haben ja optimiert. Und das sieht man hier rechts. Sie sehen hier in Klammern ist jetzt ein Wert aufgetaucht, 40, und hier ist ein Wert aufgetaucht, 30. Das heißt, bei einem Stop-Loss von 40 Ticks oder 20 Punkten und einem Take-Profit von 30 Ticks oder 15 Punkten, da haben wir ein Optimum. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Chart an. Da sehen wir jetzt die einzelnen Ereignisse. Hier nimmt er dann halt die 15 Punkte Gewinn schon mit, von 33 nach 18. In der ursprünglichen Version kann man dann hier noch mit dem ATR einen anderen Stop-Loss auch noch als Indikator mit hineinnehmen. Hier haben wir jetzt einfach mal auf den Zahlenwert optimiert. Man kann natürlich die Bollinger-Werte an sich noch optimieren oder den MACD optimieren und vieles mehr. Zum Abschluss mal ein kleiner optischer Leckerbissen. Man kann sich das, was man hier optimiert hat, in einem schönen dreidimensionalen Modell darstellen lassen. Das soll dann der letzte Eindruck für heute sein. Was sehen wir? Wir sehen also hier so ein dreidimensionales Gebilde. Das können Sie sich vorstellen wie ein Gebirge. Und je höher das Gebirge, desto erfolgreicher unsere Strategie. Denn je höher das Gebirge, desto höher ist unser Net Profit, also unser Gewinn, den wir machen. Sie sehen hier hinten die Skala, die nach oben geht, in der sogenannten Z-Achse. Man hat X, Y und Z. Und je höher das Gebirge und je dunkler, desto höher ist auch der Profit. Und der Profit hängt ab von zwei Größen, nämlich einmal dem Stop-Loss und einmal dem Take-Profit. Und da sieht man hier unten die beiden, die X- und die Y-Achse. Einmal den Stop-Loss in unserem Bereich von 20 bis 100, haben wir ja hier definiert, 20 bis 100. Und genau das gleiche für den Take-Profit, 20 bis 100. Und für jede dieser Kombinationen gibt es ein Ergebnis. Und da sehen wir, war hier das beste Ergebnis. Was hatten wir gerade gesagt? Bei 40 Stop-Loss. 40 Stop-Loss ist ungefähr hier. Gucken wir mal genau von oben drauf. Ist hier. Und wir haben gesagt, 30 Take-Profit. 30 Take-Profit ist genau hier. Und wenn wir jetzt die beiden zusammenführen, dann kommen wir genau hier auf dem Gebirge, auf dem höchsten Punkt des Gebirges raus. Das war ja mit einer der optimalen Kombinationen dieser beiden Werte. Und so kann man sich noch dreidimensional darstellen lassen, welche Kombinationen denn die besten sind. Und vor allen Dingen das macht man, um festzustellen, ob diese Kombination rein willkürlich war. Also stellen Sie sich hier nicht so ein schönes, sauberes Gebirge vor, sondern mehr so eine Steppe und dann ragt da mal so ein Baum raus. Und das war dann unser Optimum. Nein, hier in diesem Falle sehen wir wirklich, dass sich so ein Gebirge auftut. Das heißt, je weiter man hier den Stop-Loss verringert, ne, wenn ich jetzt mit der Maus hier mal so lang wandere, das bedeutet ja, dass ich die Stop-Loss-Wert immer weiter reduziere, desto höher wurde mein Net Profit. Das heißt, hier habe ich richtig schön eine Optimierung in einen optimalen Bereich des Stop-Loss. Und damit will ich mal für heute schließen. Sie sehen, da steckt noch viel mehr, was man dann weiterbauen kann. Und da kommen dann meine abschließenden Kommentare noch zu. Das heißt, alles, was ich hier gebaut habe, alles können Sie genauso nachbauen, kostenlos. Selbst, dass wir uns mal den FDAX hier anzeigen lassen können in einem bewegten Chart. Auch das können Sie, wenn Sie die Ninja Academy Software herunterladen, 2 Wochen kostenlos testen. Das heißt, Sie können dann auch Ihren Indikator, Sie sehen, der Kurs bewegt sich hier, in echt mal ausprobieren. Ganze Software ist kostenfrei. Das, was ich Ihnen heute vorbereitet habe, wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also schauen Sie gerne mal auf der Ninja Academy vorbei. Was ist denn dann überhaupt kostenpflichtig? Kostenpflichtig ist einmal unser System Trading Room, also ein Raum, in dem wir uns noch viel intensiver um diese Thematiken beschäftigen. Zum Beispiel ich und mein Kollege Holger Breuer, wo mein Kollege Holger Breuer und ich, der Esel nennt sich immer zuletzt, mehrfach wöchentlich
Webinare machen zu noch viel tiefer gehenden Themen, noch viel tiefer gehenden Auswertungen, ganz unterschiedlichen Dingen. Und das ist der eine Baustein, den Sie sich gerne mal angucken können, der dann kostenpflichtig wäre. Auch haben wir hier, glaube ich, eine Aktion, auf die ich noch hinweisen kann. Na, da gehen Sie hier auf die Ninja Academy und dann können Sie entweder den Ninja Trader kaufen. Der ist dann kostenpflichtig, sobald Sie dort aktuelles Trading auch mitmachen wollen, also echtes Trading mitmachen wollen. Oder Sie werden halt Kunden des System Trading Rooms. Der System Trading Room kostet 98 € im Monat oder aber dauerhaft mit Rabatt, wenn Sie sich für CapTrader entscheiden. Das heißt, wenn Sie wirklich sagen, ich will das ernsthafter betreiben, dann möchte ich nicht nur bei euch zugucken, sondern ich möchte auch gerne wirklich echt handeln, dann haben Sie die Möglichkeit, hier einen dauerhaften Rabatt von 29 € abzustauben, wenn Sie quasi die gesamte Verbindung nehmen, Ninja Trader, CapTrader, Broker und unseren System Trading Room. Schauen Sie sich das Ganze mal in Ruhe an. Erst da wird es kostenpflichtig, steht immer dick und breit drauf, immer der große Knopf, ich will kostenpflichtig bestellen. Ansonsten alles, was ich heute gemacht habe, können Sie kostenlos abrufen und Sie können natürlich selber dann diesen Indikator weiterentwickeln, die Long-Seite noch verbessern, diesen Ausstieg eventuell noch reinbauen. Vielleicht haben wir auch noch im Rahmen dieser Webinarreihe Zeit dafür.